Ja, hier ist ja so gut wie alles vorhanden. Hier kannst du im Trockenen kochen. Mit Seeblick. Das ist ja mal Luxus. Luxus einer anderen Art. Und da unten ist dann die Seeterrasse. Da kann man sich dann mit seinem Essen hinsetzen. Gehen wir doch gerade mal runter. Schauen wir uns das auch mal an. Hier unten ist auch noch einiges zu entdecken. Aha, die Grillhütte. Sehr schön. Ja. Boah. Das ist hier schon ein bisschen, aber alles noch in einem recht guter Zustand da. Das ist Bahnschwelle. So, hier kann schon der erste sitzen. Da drüben ist ein eingebrochener Steg. Und man sieht hier schon das Wasser sehr klar. Ich gehe jetzt mal hier mutig drauf. Gleich vorm Steg unnehmbar. Sand und dann geht es schon ab in die Tiefe. Ja, das ist schon ein Stückchen Wasser, ihr Lieben. So. Da ist sogar schon der Ständer mit dran. Und die Köderfischbox liegt auch bei. Überall Sand und dann gleich ab in die Tiefe. Hier der Blick hoch zur Küche, dass man mal sieht, was das für ein Unterschied ist. Also das ist schon ein bisschen was. So, und den Platz, so wie er geformt ist, könnte man schon Kapstadt nennen. Genau auf einer Spitze. Auch hier. Aber schon hier schöne Schilfbewuchs. Da wird der Wunschi jetzt wieder Tränen hier oben bekommen. Der nächste Steg. Weil ihr lieben Leute aus Rodenbach, das ist Schilf. Vor diesem Schilf sieht man kaum noch den Grund. Hier ist es gleich tief. Und das ist nicht so Binsegras, was wir in Rodenbach hatte. Und wenn man hier mal hergeht, allein nur mal zum Hechtle, ja, sitzt man sogar im Trocken. Man müsste eigentlich nicht mal einen Stuhl mitnehmen. Es ist schon der Hit. Ja, da drüben sieht man das Sandwerk. Ja. So, ich mache mal kurz einen Stopp und Break.